Ist Bankchef Powell wirklich kündbar? Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Es ist ungewöhnlich, dass die Chefs der US-Notenbank Interviews im Fernsehen geben. Genauso ungewöhnlich ist aber auch die Dauerkritik an ihnen durch den amtierenden Präsidenten. Fed-Chef Powell sieht seinen Job dennoch nicht in Gefahr und erklärt auch warum. Seit er Chef der US-Notenbank Fed ist, muss Jerome Powell einiges über sich ergehen lassen. US-Präsident Donald Trump spart nicht mit Kritik an den Zinsentscheidungen der obersten Währungshüter. Seinen Job sieht Powell deshalb allerdings nicht gefährdet. Das Gesetz ist klar darin, dass ich eine vierjährige Amtszeit habe und ich bin voll entschlossen, diese zu erfüllen, sagte der oberste US-Notenbanker dem US-Sender CBS in einem Interview. Auf die direkte Frage, ob der Präsident ihn feuern könnte, antwortete Powell nein. Der US-Präsident hat die Leitzinserhöhung der Fed in den vergangenen Monaten wiederholt scharf kritisiert. Er fürchtete, dass eine zu straffe Geldpolitik der Notenbank die US-Konjunktur abwürgt. Dabei brach Trump mit der Gepflogenheit, dass US-Präsidenten die Fed als unabhängig anerkennen. Ich denke, die Fed ist verrückt geworden, sagt Trump im Oktober. Nach seinen Äußerungen spekulierte Beobachter, Trump könne Powell entlassen, obwohl er diesen überhaupt erst zum Notenbankchef gemacht hatte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Video. Dankeschön und ciao.